Amtor CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerade angesichts der Kritik, die wir an diesem Gesetzentwurf gehört haben, sollten wir vielleicht auch noch mal den Ausgangspunkt festhalten, dass wir schon in der Sondersituation sind, dass wir mit dem wahlrechtsbezogenen Teil des Artikelgesetzes etwas tun, was der Gesetzgeber sonst selten tut. Wir schaffen nämlich eine Regelung, die wir eigentlich gar nicht anwenden wollen. Es ist eine Regelung für den Krisenfall. Es ist eine Regelung nur für den absoluten Krisenfall, falls wir es nicht anders lösen können, unser Wahlrecht pandemiekonform auszugestalten. Und ich will am Ende dieser Debatte, und ich möchte an diesem letzten Sitzungstag dieser Sitzungswoche in diesem Zusammenhang schon auch sagen, ich glaube, wir alle fahren heute in unsere Wahlkreise ein Stück weit mit Sorge zurück über die Lage, die wir hier in Berlin erleben. Wir wollen alle einen zweiten Lockdown vermeiden, dass wir so eine Regelung überhaupt nicht bekommen. Aber wir müssen sagen, das, was wir hier in Berlin erleben, ist ein Kontrollverlust dieses rot-rot-grünen Pannensenats. Es ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Und das zwingt uns dazu, über solche Regelungsmechanismen überhaupt nachzudenken. Also, es geht für uns darum, eine Regelung zu finden, die wir eigentlich nicht anwenden wollen. Aber ich will doch sagen, wir haben vorliegend eben ein Artikelgesetz mit zwei Regelungsteilen. Ein Teil zum Wahlrecht, ein Teil zum Parteienrecht. Und das unterscheidet sich. Ich will beim Wahlrecht anknüpfen an das, was der Kollege Frieser gesagt hat. Die Unterstellungen, die wir hier gehört haben von der Opposition, die Kritik an unserem Gesetzentwurf, die kann so nicht stehen bleiben. Frau Hasselmann, es ist eben nicht so, dass wir hier die Entscheidungsbefugnis wegdelegieren aus dem Parlament. Wir haben einen Vorbehalt des Wahlprüfungsausschusses. Wir können das auch im Plenum entscheiden. Und das BMI ist da Freund und Helfer, aber die Entscheidung treffen wir hier im Parlament. Das sollte an dieser Stelle noch mal klar sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und besonders schön natürlich die AfD, die sagt dann gleich den ganz großen Schluck aus der Pulle, ein verfassungswidriges Gesetz ist ja auch klar. Wenn es zum Schutz vor Corona hier rechtliche Regelungen gibt, müssen Sie natürlich als vertrauensbildende Maßnahme für Ihre Verschwörungstheorie-Freunde das alles verfassungswidrig finden. Ich sage Ihnen, die Verfassung verbietet es uns nicht, dass wir Vorsorge für die Pandemie treffen. Sie zwingt uns sogar dazu mit der Schutzpflicht für die Menschen. Und dieser Verantwortung werden wir gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wie gesagt, die wahlrechtliche Regelung wollen wir möglichst gar nicht in Anspruch nehmen. Was wir aber schon in Anspruch nehmen wollen, ist die Neuregelung für das Parteienrecht. Es ist so, dass wir schon mit den ersten Anpassungsgesetzen in der Corona-Pandemie rechtliche Möglichkeiten geschaffen haben für die Vereine. Die Parteien unterfallen diesem Rechtsstatus. Aber es bestand eben einige Unklarheit, ob diese Regelungen anwendbar sind auf die Parteien. Dass wir uns jetzt darauf einigen konnten, dies klarzustellen, finde ich richtig. Und ich sage ausdrücklich auch noch mal Danke an die Runde der Generalsekretärinnen und Generalsekretäre der Partei, die diese Digitalisierungsmöglichkeiten eingefordert haben. Und das muss uns Ansporn sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es muss darum gehen, dass wir ganz klar sagen, wir wollen aus der Not von Corona auch die Tugend der Digitalisierung machen. Und deshalb ist es schon auch wichtig, Frau Kollegin Hasselmann, dass wir darauf eingehen, was Sie gesagt haben. Ich finde, wir sollten weitergehend diskutieren. Wir haben noch nicht alle Digitalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir mit dem Bundesinnenministerium und auch partei- und fraktionsübergreifend noch mal reden. Wie können wir die Erfahrungen nutzen? Wie können wir die Parteiarbeit weiter digitalisieren? Da werden wir uns jedenfalls an die Spitze der Bewegung stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist schon so, dass wir natürlich hier auch in einem Spannungsfeld unterwegs sind. Einerseits wollen wir digitale Parteitage, andererseits müssen wir die
hohen Hürden einhalten für die Parteien, die aufgegeben sind, etwa durch die Wahlcomputerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und dazu muss man sagen, heute setzt niemand mehr Wahlcomputer aus dem Jahre von 2005 ein. Es gibt neue Chancen, neue Möglichkeiten. Darüber wollen wir reden, das wollen wir nutzen. Aber ich sage Ihnen, das, was CDU, CSU ausgemacht hat, sich an die Spitze zu stellen, die CDU mit dem ersten Online-Parteitag damals in unserem Land, die CSU jetzt mit modernen Digitalformaten, jetzt die CDU mit einem, wenn verantwortbaren, Präsenzparteitag und die Junge Union Deutschlands mit einem digitalen Deutschlandtag. Das ist State of the Art für digitale Parteiarbeit. Das wollen wir nutzen und dafür werden wir arbeiten. Ich werbe um Zustimmung für unseren Gesetzentwurf. Herzlichen Dank.